Der Verbrennungsmotor gehört nach unserer Meinung de facto nicht auf den Schrotthaufen der Wirtschaftsgeschichte, sondern es hängt lediglich davon ab, mit welchen Treibstoffen er betrieben wird. Traditionelle Technik für die Herausforderungen der Zukunft. Das ist der Ansatz der 2G Energy AG. Die Blockheizkraftwerke aus dem Münsterland kommen auf der ganzen Welt zum Einsatz und sorgen schon heute für eine hohe Effizienz durch die Kopplung der Strom- und Wärmeerzeugung. Die Kraft-Wärme-Kopplung als solches eignet sich insbesondere deshalb so gut, weil sie halt weitestgehend den eingesetzten Treibstoff auch wirklich ausnutzt. Und wenn dieser Treibstoff dann auch noch nachhaltig produziert ist, hat man eine rundum grüne Lösung. 2G setzt dafür nun auf Wasserstoff. Ein Vorteil von Wasserstoff ist definitiv, dass es sehr effizient auch im Motor zu verbrennen ist. Und mit der Wärmeauskopplung, also ein Gesamtwirkungsgrad von auch an die 90% ist da zu erreichen. Und dieser hohe Wirkungsgrad macht es attraktiv, nachhaltig produzierten Strom mittels Elektrolyse in Wasserstoff zu wandeln und so längerfristig zu speichern. Bei Bedarf kann er dann wieder in Strom und Wärme umgewandelt werden. Effizient, steuerbar und stabil. Die Blockheizkraftwerke, so wie wir sie anbieten, ja, können sowohl hocheffizient dezentral die Bedarfe abdecken, aber auch wirklich Netzmanagementaufgaben übernehmen, um dort eine sichere Versorgung zu gewährleisten.